Schröder und das Russland-Geschäft, da denkt man natürlich sofort an die Gaspipeline Nord Stream 2. Das war sein Projekt. Aber nicht nur seins. Lange hat die SPD in Mecklenburg-Vorpommern alles getan, um die Pipeline ans Netz zu bringen. Immer wieder ist auch die Nähe zwischen Landespolitik und russischer Wirtschaft kritisiert worden. Zum Beispiel ist da bis jetzt diese umstrittene Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Hauptsächlich finanziert mit Geld von Gazprom und besetzt mit deutschen Politikern. Welche Art von Klimaarbeit sie leisten wollte, das wurde immer wieder kritisch hinterfragt, war bis zum Schluss nicht wirklich klar. Seit heute steht aber fest, die Stiftung wird aufgelöst. Es war ein langes Hin und Her. Jetzt haben Landesregierung und Stiftungsvorstand einen Kompromiss gefunden. Vor allem um, so die Ministerpräsidentin, rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Vereinbarung zwischen Landesregierung und Stiftungsvorstand erhält folgende Punkte. Der Vorstand der Stiftung erklärt sich bereit, nach einer vollständigen Abwicklung des Geschäftsbetriebs von seinen Ämtern zurückzutreten. Die Vorstandsmitglieder, allen voran Erwin Sellering, können mit dieser Lösung ihr Gesicht wahren. Sie wollen die Stiftung weiterhin nicht selbst auflösen und müssen es nun auch nicht. Der Vorstand will noch das Nord Stream 2-Geschäft abwickeln und erst dann im September zurücktreten. Und ich muss natürlich auch sagen, ganz vorsichtig, ich will also nicht eine Stiftung mit großen Risiken hinterlassen. Aber wenn wir zurücktreten und die Landesregierung versucht, die Stiftung aufzulösen, dann ist das in erster Linie ihre Aufgabe und auch ihr Problem. Für alle Beteiligten ist klar, es soll weitergehen mit Klimaschutzprojekten, künftig aber in einer anderen Rechtsform. Die landeseigene Energie- und Klimaschutzagentur LEKA soll die Mitarbeiter der Stiftung übernehmen. Ihr Kapital wird mit rund 1,2 Millionen Euro jährlich aufgestockt. Was mir ganz wichtig war als verantwortlicher Minister, dass dieses Geld aus dem Landeshaushalt kommt, aus Mitteln, die ohnehin für den Klimaschutz schon vorgesehen waren, der Ausgleichsrücklage, und damit kein Geld von Gazprom, kein Euro für diese Tätigkeiten verwandt wird. Damit bleibt aber die Frage offen, was mit dem russischen Stiftungskapital von 20 Millionen Euro passiert. Nach dem Insolvenzverfahren der Nord Stream AG könnte davon nur noch die Hälfte übrig sein. Schwesig wolle das Geld für humanitäre Hilfe in der Ukraine einsetzen. Doch Sellering hat andere Pläne. Ich bin ganz fest überzeugt, dass wenn wir den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb abgewickelt haben, wenn die Steuerfrage geklärt ist, wenn die Frage der Insolvenz geklärt ist, dann wird genug Geld überbleiben, um vernünftige Klimaschutzarbeit zu machen. Viele inhaltliche Fragen sind also noch offen, doch zumindest einen Weg zur Stiftungsauflösung gibt es jetzt. Am Donnerstag soll der Landtag den absegnen.